Ich habe dabei gedacht, es ist wirklich schade, dass mein Bundesrat Johann Steiner am Abend heute hier, heute Nachmittag nicht ist anwesend. Sonst hätte noch einiges hören und vielleicht auch noch etwas lernen, wenn man bereit ist, etwas zu lernen. Wir haben auf unsere Einladung getroffen, dass wir noch praktische Bauern werden noch zu Wort kommen. Der Trotzner ist noch nicht da. Ne? Ja, der Jost ist nicht da. Dann haben wir angefangen, dass der Sinkfang in Sorte in paar Worten würde ich sagen, wie er auf seinem Betrieb mit der AP, mit der Neuen betroffen ist, was er im Sinn hat für Vorkehrungen zu treffen, wenn er überhaupt kann, und wie das bei ihm aussieht, dass er auch so ein Wertbetrieb im Trubringer, im Emmental. Heinz? Habe ich noch eine Frage? Ja. Zum Referat. Gut. Diskutieren hätte ich mir nachher über das Ganze. Das letzte würde ich jetzt den Heinz hören. Dann würde ich mir die Diskussion starten. Du würdest so die paar Ausführungen machen, wieder zu den Paragrafen, zu dem Vertretung. Ja, merci vielmal. Ich möchte euch auch im Namen vom Bernischbürgerlichen Komitee herzlich begrüßen. Wir haben ja bekanntlich das Jahr von der Familienbetriebe und nicht von den Industriebetrieben, wie soll ich eigentlich das BLW dort anstreben. Zu meinem Betrieb. Ich bin ja in der Bergzone 2, wie der Max sieht, ich habe 20 Hektar Elend, 20 Hektar Wald, aber der ist ziemlich stotzig und da ist dann nicht nur ganz schöne Tannen drin. Und zum Nein ist es nicht so gäbig. Ich habe dort auf den Tischen hinten Blätter, die kann man vorgeben, wie sich das aufteilt, die Direktzahlungen, das Alte und das Neue. Beim Alten war es, dass sie Produktionssystembeiträge etwa 11% und allgemeine Direktzahlungen, wie die muss man natürlich, sind die aufgeteilt in Flächenbeiträge, in TEP-Beiträge, also Kostenbeiträge, in Dingsbeiträge, Tierbeiträge, das heisst also auch Rohfutterverzehrbeiträge. Und nachher war auch noch etwas in Biodiversitätsbeiträge, die man heute eben sieht. Und neu sind die Aufteilungen. Es ist jetzt so im 14. 98% Beiträge geben. Also ein bisschen weniger, das wäre nicht an und für sich nicht so tragisch. Das sind 20%. Ich habe vorhin schon im Mutsägersinn auf diesen Blättern Kulturlandbeiträge, wie es neu heute heisst. Und dann 44% sind Versorgungssicherheitsbeiträge, was an und für sich eigentlich gut ist. Und dann 8% sind Biodiversitätsbeiträge. Das ist bei mir eigentlich relativ klein. Aber es hat eben in Zukunft eine massiv größere Bedeutung. Und dann 12% Produktionssystembeiträge. Und das ist im Berggebiet nicht so wichtig. Das könnte im Flachland viel, viel wichtiger sein. Aber nachher sind 16%, also 6% Übergangsbeiträge, und das ist ja die grosse Unsicherheit. Die Frage ist jetzt, ob die in die Produktionssystem oder Kulturland oder Versorgungssicherheitsbeiträge kommen, was man in Zukunft muss schauen muss, oder ist eben die Landschaftsqualitätsbeiträge, die hier bei uns im Kanton Bern grösstenteils noch fehlen, übergehen. Das heisst ja, ca. 21 Grossvieheinheiten, denn wir könnten ja mit den Grossvieheinheiten anfahren und mehr schauen, dass sie mehr Biodiversitätsbeiträge auslösen könnten. Das wäre eine Überlegung, wie wir in Zukunft den Betrieb anpassen können.
dass man die Landschaftsqualitätsbeiträge eben in Zukunft neu auslösen könnte. Aber man muss einfach schauen, dass man die Verbände, unseren Bauernverband und das bäuerliche Zentrum, das BLW, aufdrängt, dass man die Übergangsbeiträge wirklich wieder in Produktionsbeiträge. Und wichtig ist als Bergbauer, dass einfach hier Weizenpreise, Zuckerrübenpreise einen sehr guten Preis erlösen kann. Wie auch gesehen wurde, wir wollen mehr versalzen, dass man die Preise dorthin kann steigern kann, nicht nur bei Milch. Weil das tut unseren Milchmarkt entsprechend entlasten. Ich zum Beispiel bei mir kann ich jetzt die Graslandbeiträge für Milch Gott sei Dank auslösen. Das macht 7,5% aus von diesen Produktionssystembeiträgen. Sonst, wenn ich das nicht hätte, wäre eben die Übergangsbeiträge entsprechend hoch und da sicher viel höher. Was aber ganz sicher die rein auf Fläche basierten Beiträge einen Nachteil werden haben, dass die Pachtzinsen werden zunehmen und die Landpreise werden massiv zunehmen. Auch durch Preiskontrollen wird das nicht zu verhindern sein. Weil das hat man schon bei den jetzigen Flächenbeiträgen gesehen, da ist einfach der Flächenbeitrag gleich Pachtzins besitzen. Und dann auch so zum Beispiel ein Düngerbilanzprogramm für die AP14 ist vom Bund nicht einmal da. Wir können also nach dem neuesten Ding nicht einmal die Düngerbilanzen berechnen. Und dann tue ich noch etwas sagen, das ist mir einfach aufgefallen. Die Fläche hat ja die Betriebe ja vergrössert, aber die Fläche hat nicht entsprechend zugenommen. Bei den Betrieben, wie Betriebe eben gemingert hat, und das ist ja darauf zurückzuführen, natürlich durch den Baulandverbrauch, durch den Landverbrauch allgemein, und was sicher jetzt heute auch ein grosses Problem ist, ist die Renaturierung. Ich mache ja noch Beratung in der Flussrenaturierung. Im Moment ist es ein aktuelles Projekt. Was man einfach dort hier ist, sieht, dass man die Bauern wirklich kann, also dass man die Bauern kann, einigen, wo es sich einigen Themen ist, dass man dort etwas erreichen kann. Dass man zum Beispiel ein Projekt hat mit sich blockieren können und zwingt jetzt die Leute zum Verhandeln. Sie sind zwar noch nicht ganz so weit, dass sie mich verhandeln können, aber man kann es also zwingen, die Tiere zu verhandeln. Das tut mir hier die Zukunft für die Preise. Das heisst ja gerne, wir Bauern sind sich nicht einig. Ich glaube, ich habe wieder gesehen, bei einem Anlass, wer sich nicht einig ist, das sind unsere Produzentenorganisationen. Dort hier liegt das grosse Problem, und vor allem bei Milch ist dort hier das grösste Problem. Wir zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, mit dem Albert Trösti absoluten Topmann verloren. Wie der hat kommuniziert bei der Einwanderungsinitiative, was der erreicht hat, ist ja unglaublich, dass man den vorher hat, als SNP-Direktor quasi fortgemobbt hat. Den hätte die auch können für, bei unserer Bevölkerung erklären, wie wichtig das unsere Milchproduzenten sind und vor allem, wie wichtig das gute Preise sind. Bleiben sie eben in diesem Verband, auch in Bomben, vor allem die Doppelmandatsträger, die sich mit einfach den wirklich wehren, mit jedem Mittel für den Tier, die Ämter und an diesen Sesseln zu hängen. Oder? Ich muss ein bisschen den Kanton Bern ein bisschen ausnehmen. Der Tier hat es eine kleine Änderung gegeben. Dort ist der Vorkennungsregel noch ein Doppelmandatsträger, aber der ist noch berechtigt, weil der hat einfach der Besitz ein Drittel oder ein Viertel ist nicht so tragisch. Weiter hat man auch vernommen, dass das BLW tatsächlich jetzt den Milchfreihandel vorgestellt hat. Aber die Bauern sind einfach dem BLW tatsächlich nicht mehr so wichtig. Wichtiger sind vor allem die anderen, von 25 Teilnehmern sind dort hier nur noch 10 Bauern dabei gewesen, also 10 Bauernvertreter. Was man jetzt auch schon weiss, dass sie etwa 56 Rappen rechnen mit dem Milchfreihandel hier. Man muss natürlich dann noch
damit rechnen, dass die Beiträge, die der Bund allenfalls zahlen will, die man jetzt hat abgeschafft, plötzlich wieder zahlen, dass die nicht mehr nicht ganz sicher sind und einfach zurückgehen können. Vielleicht kann man dann noch eine Frage, habe ich noch erwähnt, Salzmann, was hat die Auswirkungen, wenn die Sackfaktoren verändert würden, steuerlich vor allem, oder? Und das bäuerliche Bodenrecht, ist es einfach nicht gefährlich, mit der neuen Agrarpolitik KP14, dass das hier eben auch das Ziel ist, das ein bisschen auszuhebeln, weil man es jetzt mit der Änderung des Bodenrechts nicht erreicht. Ich danke euch vielmals für das Zuhören und ja, damit mich jetzt beenden. Ja, merci vielmals. Segenthaler, verschiedene Ausführungen. Wir hätten noch einen weiteren praktischen Kurs vorgesehen, aber er ist. Aber mit der Schiller ist nicht gegangen. Also ist kein Markus Müller anwesend? Ah, doch, es kommt noch jemand. Könntest du nach vorne kommen? Danke. Also, ihr habt jetzt die Ausführungen gehört von unseren Referenten.